Und da tauchen wir jetzt auf. Wasseroberfläche hier oben. Genau, da kommen die Tiefenmeldungen. Jetzt sollten wir gleich... Genau, wir haben hier oben am Turm tatsächlich einen Schaden aus der letzten Folge noch. Das ist, glaube ich, von der Korvette gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die uns gerammt hat. Oder ob die Wasserbomben uns da doch beschädigt haben. Aber es ist nicht weiter wild. So, da hinten sind Rauchfahnen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 46 von U-Boot auf U564. Wir schreiben den 30. Juli 1941 und wir sind an der exakt selben Position, wo die letzte Folge aufgehört hat. Man hört es an der Musik, wir sind immer noch in der Gefechtssituation und unser Boot befindet sich hier auf, oh, ich glaube, 100, 120 Meter Tiefe aktuell. Die Maschinen sind aktuell gestoppt, weil die Kriegsschiffe hier relativ nah sind über uns. Ihr seht das hinten, die Schraube dreht sich nicht. Und wollte hier einfach die Gelegenheit mal nutzen, um das Boot hier zu zeigen. Man sieht, wie die Oberfläche von dem Boot hier sehr detailliert mittlerweile dargestellt ist. Diese ganzen Rostflecken und Moosansammlungen und was da alles drauf ist, finde ich hochinteressant hier an den ganzen Nieten, an den ganzen Nahtstellen etc. Das sieht hier unter Wasser richtig, richtig gut aus. Also grafisch wirklich, wirklich sehr ansprechend. Na gut, dann kommen wir einmal zur Lageübersicht. Wie gesagt, hoch. Wir sind immer noch hier oben im Planquadrat BF1 in der Keltischen See, haben hier oben ja die gesamten Frachter und die Korvette in der letzten Folge erfolgreich bekämpft. Und ich werde jetzt zusehen, wir haben hier diverse Horchkontakte. Die sind jetzt schon 5 bis 10. Wir haben hier 5 bis 10. Die sind tatsächlich alle relativ auf Abwägen. Die kreisen aber wieder uns rum. Ich lasse die Komprimierung schon mal ein bisschen laufen. Können hier mal zwei Mann abziehen und vor allem das Periskop verlassen. So, er kann einen behalten. Ganz einen davon haben. So, ihr seht das hier. Die kreisen hier immer noch um uns herum. Wir haben hier noch 10 bis 22. Die Meldung in Horchkontakt, das sind die Reste von dem Konvoi. Diese 2 bis 5 gehören auch noch dazu. Und ich bin fast geneigt, dem Ganzen nochmal hinterher zu fahren. Wir haben hier oben nochmal 5 bis 12, Peilung 112 Grad. Da mache ich mir auch nochmal eine Markierung. Jetzt haben die sich aufgeteilt. Ne, das sind dieselben, 5 bis 12. Sodass wir da ungefähr wissen, in welche Richtung das war. Das ist hier hoch. Entfernung waren 20 Kilometer. Das kommt auch ungefähr hin, irgendwo in diesem Bereich hier oben. 10 bis 20, Hälfte ist ungefähr dort. Also irgendwo hier in diesem Bereich halten sich noch 5 bis 12 Schiffe auf. Da werde ich versuchen, nochmal ranzufahren. Unser nächstes Ziel ist hier vorne noch der Frachter. Wir haben hier noch den Empire, die Empire-Klasse angeschossen. Und wir schauen mal, dass die Kriegsschiffe uns hier verlassen. Wir gehen hier einmal auf kleine Fahrt jetzt, genau, um da bisschen wegzukommen. Einmal Tiefe checken. Tiefe sind tatsächlich 120 Meter, die hier anliegen. Und da ist noch ein Schiff, das schnell auf uns zukommt. Das sind 2 bis 3 nochmal in 20 Kilometer Entfernung. Da ist noch ein Handelsschiff, okay. Wie gesagt, erstes Ziel ist hier oben, den angeschossenen Frachter noch zu versenken. So, hört jetzt hier natürlich mit der Komprimierung bei jeder Meldung auf. So, wir wollen hier ein bisschen rauskommen. Wir wollen hier 5 bis 10, 5 bis 10. 210. Ja, hier ist, ich sage ja, hier ist so viel Betrieb. Wir wollen hier definitiv noch was mit rausnehmen. Aber als erstes, dieser große oder relativ große Horchpeilung hier hinten mit 8 bis 18 Einheiten. Das sind viele Kriegsschiffe. Das sind welche, die hier weggefahren sind, die hier rübergefahren sind. Wir haben ja den ursprünglichen Konvoi England einlaufen gehabt. Und wir haben den zweiten Konvoi, der sich hier mit angeschlossen hat. Und die sind hier oben an uns vorbeigefahren. Und die Kriegsschiffe haben sich da wieder angeschlossen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir aus dem Konvoi schon ein oder zwei Frachter rausgenommen haben. Und den Jungs werde ich hier nicht mehr ganz hinterherfahren.
Weil wir befinden uns immer noch auf der Spionagemission eigentlich und müssen nur noch nach Hause fahren. Wir haben diesen Konvoi hier nur attackiert, damit wir überhaupt ein paar Tornagen machen oder mitnehmen, damit die Mannschaft hier unten und die Offiziere, apropos Erfahrung bekommen. Kaloy hat hier eine Beförderung, die machen wir sofort. Wir haben hier, na, jetzt hakt es etwas, okay. So, er hat hier schon den Fokus und er würde von mir jetzt tatsächlich hier Führung dazu bekommen. Dem Offizier kann ein zusätzlicher Matrose zugeteilt werden. Wir schauen nochmal. Unterstützer könnten wir auch gebrauchen. Artillerist braucht er nicht. Eisenfaust ist egal. Okay, ich glaube, ich würde tatsächlich erst den Unterstützer nehmen. Sodass wir zumindest die 100% Stress einmal überstehen können. Das machen wir jetzt auch erst. Das, genau. Okay, so. Jetzt haben wir da ein bisschen mehr Sicherheit. Versuchen hier jetzt mal weiterzufahren. Ja, es wird jetzt die ganze Zeit leider so gehen. So, man sieht das hier, Einheiten 5, das sind die Wracks. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch einmal falsch angesprochen. Ja, Horchkontakt, Wrack, Horchkontakt, Wrack, Wrack. Schiffsschrauben. Okay, die sind gleichbleibend, langsame Fahrt. Okay, genau, der interessiert uns nicht mehr. Das andere sind hier, wo sind sie denn? 3 bis 8 Einheiten, die haben sich jetzt hier aufgesplittet. 3 bis 8 und 2 bis 3. Aber gut, das soll uns aktuell nicht interessieren, solange die hier oben wegfahren. Das sieht jetzt auch danach aus, dass die sich hier entfernen. Nochmal 2 Schiffsschrauben. So, ich würde mit der Tiefe, die Tiefe jetzt verringern auf, ja, tatsächlich auf Zero-Tiefe. Einmal einen Blick bekommen. Ja, Boot ist hier. Komprimieren das einmal. Boot hebt sich. Es läuft jetzt auf 12-facher Geschwindigkeit. Das sieht ein bisschen wackelig aus, aber mit Unterwasser geht es immer noch. Und da tauchen wir jetzt auf. Wasseroberfläche hier oben. Genau, da kommen die Tiefenmeldungen. Jetzt sollten wir gleich... Genau, wir haben hier oben am Turm tatsächlich einen Schaden aus der letzten Folge noch. Das ist, glaube ich, von der Korvette gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die uns gerammt hat oder ob die Wasserbomben uns da doch beschädigt haben. Aber es ist nicht weiter wild. So, da hinten sind Rauchfahnen. So, das werden wir gleich hier sehen. Das wird uns gleich angezeigt werden. Und ich werde jetzt Schuster einmal den Funk gehen lassen, nur dafür, dass er eben diese Horchpeilung hier nicht mehr alle durchgibt. Wir haben jetzt hier relativ gute Sicht, nachmittags um 16 Uhr. 4 Kilometer, das reicht, um hier abtauchen zu können. Gehen auf halbe Fahrt. Werden uns hier Richtung Wachs begeben. Ich glaube, wir können da auch direkt hochfahren. Und machen hier noch einmal einen Rundumblick. Bitte einmal das Periskop besetzen. So. Genau, können Sie so einmal das Boot kurz durchchecken. Hinten ist alles okay. Wie gesagt, wir haben hier oben am Turm den Schaden. Wird jetzt hier nicht angezeigt. Doch da ist er genau. Da fehlt uns eins von diesen grünen Plättchen. Und von daher haben wir da einen Schaden. Sagt die Kombüse. Kombüse sieht gut aus. Da können noch ein paar Kartoffeln zu. Ein bisschen von den Früchten hier. Ein wenig Gemüse. Das machen wir jetzt hier mitten in der Gefechtssituation, aber das gehört auch dazu. Die Mannschaft möchte ja nicht hungern. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Verlassen. Hecktorpedo. Haben wir noch beide? Okay. Meine Meinung, wir hätten schon einen verschossen. Und im Buch sind noch 3. 3-mal gute Zünder, aber alles T2. Okay, damit ist gar nicht mehr so viel anzufangen. Aber T2 ist... 3 T2 sind besser als gar keiner. Einmal Kaloy, Gyroskop bitte ausfahren. Und einmal Rundumblick ausrichten. Was sehen wir? Da hinten sind die Rauchfahnen. Die entfernen sich von uns, okay. Da sind noch mehr, die entfernen sich auch. So, das könnte noch fast in unsere Richtung fahren. Was haben wir? 230 Grad. Okay.
Und dann mal weiter. Da ist überall nichts. Okay. Also 230 Grad haben wir noch Rauchfahren. Die sind aber relativ weit weg gewesen und kamen, glaube ich, auch nicht auf uns zu. Wir fahren hier mal hoch. Und schauen mal, was wir da... Genau, Alarm ist beendet. Jetzt fallen die alle zu Bett hier. Entschuldigung, ich muss einmal so. Da sind die ersten Rettungsboote. Alles klar. Die nehmen wir natürlich alle mit. Das könnte jetzt tatsächlich eine Aufräumfolge werden. Die letzte Folge war nun wirklich richtig, richtig viel Action. Kann nicht garantieren, dass jetzt diese Folge so weitergeht. So kann aber auch nicht jede Folge bei U-Boot sein. Das ist das Schöne. Die, genau, das ist der Frachter. Müsste er sein. Genau, das ist der Frachter, der da angeschossen liegt. Genau, zurück. Kann nicht jede Folge so spannend sein wie die letzte. Das ist, ich glaube, euch und mir bewusst. Und von daher kann es auch sein, dass wir diese Folge ein bisschen viel Aufräumarbeiten machen müssen. So, wir haben hier natürlich die Rettungsboote. So, sind noch nicht aufgetaucht, logischerweise. Tauchen jetzt hier auf, neben den Rettungsbooten. Das wollte ich gar nicht. Da hinten ist der Frachter, der angeschossene. Und hier müssten irgendwo die Rettungsboote zu sehen sein. Vielleicht sind sie auch nicht zu sehen. Okay, so, die sind wirklich alle zu Bett gefallen. Wir machen hier die Schleichfahrt aus. So, jetzt Auto speichern. Messen hier einmal den Kompass an. Wir lenzen durch, Kompressor an. Und wir gehen auf normale Beleuchtung. Tiefenruder elektrisch. Ich glaube, wir sind hier relativ weit ab von den meisten. Und einmal das Wrack hier versorgen. Schauen uns das mal an. Das sieht nach 5 Matrosen aus. Sind es auch? Okay, so, jetzt muss ich das wieder doppelt klicken hier. Wie gesagt, wäre schön, wenn man das, wenn man da wieder in dieses Menü zurückkommen könnte. Jetzt habe ich mich auch noch verklickt. So, das Ganze in Ruhe einmal. So, Vorräte. Hier Kartoffeln. Jetzt gibt es wieder Alarm. Das müsste aber der angeschossene Frachter sein. Ja, genau. Der ist jetzt hier in Sicht. Die Empire Drum ist das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. So, hier noch einmal Vorräte verteilen. Kartoffeln. Männer, alles Gute. Das zumachen. Und dann wollen wir hier hochfahren. Sind da noch Rettungsboote? Ich kann das gar nicht sehen. Hier ist es klar und deutlich. Da ist auch noch ein Rettungsboot. Fahren wir hier hoch. Da sind auch noch 2 Boote. Das nehmen wir natürlich alles mit hier. So, den Alarm können wir aber ausstellen. Den brauchen wir hier nicht. Dann müssen wir gleich mal ein bisschen die Karte aufräumen. Wie gesagt, der einzige, der noch interessant wäre, ist ja hier oben. Aber mit den T2-Torpedos, die wir im Bug nur noch haben, bin ich ein bisschen vorsichtig. Vielleicht fahren wir auch einfach zurück nach La Rochelle, beenden unsere jetzige Mission einfach mal. Um dann eine neue Mission weiter zu nehmen. So, das brauchen wir beides nicht. Hier sind 9 Überlebende drin. Sieht alles nach Matrosen aus. Gibt es hier einmal Brot für euch. So, Männer, alles Gute. Das sind 15% Ansehenspunkte insgesamt. Da haben wir eine Menge Boote. Die machen wir zuerst. So, fahren da einmal rüber. Und verteilen hier, genau, die SSA Cassett. Das müsste der gesunkene Frachter sein. Genau, wir gehen aber hier an das Wrack heran. So, wir haben hier Tee und Fischkonserven. Tee kann ich bestimmt gut verkaufen. Wir nehmen den einfach mal mit. So, lassen das hier ein bisschen laufen. Und die Maschine hier stoppen? Nein. So, haben wir hier Decklager, beinhaltet 4x Tee. Das Ganze wird ins Hauptlager. Ne? Feinste Teeblätter aus China, die für einen heißen Aufguss verwendet werden. Okay, wir nehmen die einfach mal mit und schauen, was uns die bringen. So, Tee in der Hauptlager befehlen. Jawohl. So, die Kiste wird jetzt verladen. Und dann schauen wir hier weiter. So, Fischkonserven, da wäre nochmal Tee. So, haben wir hier einen Offizier bei? Nein, kein Offizier. Also das Ganze wieder von vorne. Vorräte. Einmal Brot.
Alles Gute, Männer. So, das müssen wir jetzt noch ein paar Mal machen. Das hier, das sind... Da sitzt jemand anderes. Hier haben wir die beiden Offiziere. Die nehmen wir mit. So, ich möchte hier mal eine andere Ansicht haben. So ist das schöner. So, da sind 7 Überlebende drauf. Die bekommen hier auch ihr Brot. So, alles Gute. Hier raus. Ist jetzt, wie gesagt, eine Menge Klickarbeit. Das sind alles Matrosen. Kartoffeln. Alles Gute, Männer. Wrack. O2. Das sind auch alles Matrosen. Gibt's noch mal Brot. Alles Gute, Männer. Und Boot Nummer 1. Das sind auch alles Matrosen. Nochmal Vorräte. Gibt's noch mal Kartoffeln. Verlassen. Alles Gute. So, das waren jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Rettungsboote. Also 25% für den nächsten Ansehenspunkt. Plus die Einheiten Tee. Wir nehmen jetzt den anderen Tee hier auch noch mit. Das ist mir sonst zu doof. So. Mit der Maustaste hier wieder die Zeit komprimieren auf 12-fache Geschwindigkeit. Das geht ganz einfach. Hier auch wieder beenden. Hier sind 2 T. So, dann haben wir 6 Einheiten davon an Bord. Ja, möchten wir. Gut, die Kiste kann da erstmal an Deck bleiben. Das haben wir, das haben wir. Okay, dann kümmern wir uns hier jetzt um die Rettungsboote. Ich fahre das Ganze absichtlich hier auf kleiner Fahrt, dann brauche ich nicht immer mit den Geschwindigkeiten herumstellen und rumspielen. Weil während wir in kleiner Fahrt vorbeischippern, können wir die Jungs versorgen und auch an Bord nehmen. So, stoppen hier. Empire Drum, genau, das ist hier der Kamerad. Rettungsboot 1, genau, die haben jetzt hier gar kein Schiff mehr zugeordnet. Da ist der Frachter. Geben Sie ihnen Vorräte. Ja, das sind alles Matrosen. Hier gibt es dann Brot. Verlassen. Alles Gute. Rettungsboot 1. Ja, da schauen wir mal. Ne, sind auch alles Matrosen. Okay. Gut, das Ganze nochmal. Rettungsboot 1. Vorräte. Okay. Das kann natürlich nicht funktionieren, wenn man zweimal das gleiche Boot versorgen möchte. Da sind Offiziere bei. 2 Stück. Haben wir jetzt 6 von 8. Genau. Und einmal Brot. Na, alles Gute. Und nun kümmern wir uns um den Frachter hier. Weiß gar nicht, was hat er noch an Leben? Okay, hat noch gute 50% an Lebensenergiepunkten hier. Können wir hier denn überhaupt jemanden aus dem Bett holen? Ja, Herr Loy kann raus. Nimmt dann das große Geschütz. Weil wir können, glaube ich, noch den Frachter betreten. Genau. Haben keinen Sprengstoff mit, ne? Einmal prüfen. Hauptlager definitiv nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist kein Sprengstoff. Weiß ich nicht, ob der eventuell hier vorne in dem Ausrüstungsschrank gelagert wird. Nein, ist aber auch nichts drin. Wir haben auch noch keinen Offizier mit der Fähigkeit, Sprengmeister oder Pionier. Ich weiß es gar nicht mehr, was es genau war. Aber gut, dann machen wir hier Plan B. Empire Drum ist hier sowieso evakuiert. Und dann heißt es hier Feuer frei. Oh Gott, war das laut. Man verliert hier Energie, steht in Flammen. 5.900 Bruttoregistertonnen. Könnte schon gereicht haben. Ja, Energie fällt, Energie fällt. Jawohl. Genau, das nehmen wir hier einmal mit. Ein bisschen näher ran. Das Ganze nochmal. So, okay. Empire Drum hier auch versenkt. Die Rettungsboote werden dazu gehört haben. Ansonsten haben wir hier gar nichts mehr zu versorgen. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, das sind die 5, die wir versenkt haben. Wenn jetzt da irgendwo einer mehr ist, die Korvette oder so, ich weiß es nicht mehr. Ich habe hier so ein bisschen den Überblick verloren. Blackwater.
Fuck, okay, die sind alle gar nicht mehr bezeichnet. Dafür habe ich mir zu wenig Markierung gemacht. Dafür war das auch ein bisschen zu hektisch in der letzten Folge. Und ich habe einfach diese Dinge nicht beachtet. So. Das weg, das weg, das weg. Wie gesagt, den Konvoi hier unten lassen wir ziehen. Das ist hier auch diese Hauptlinie. Die kann hier jetzt raus. Wo ist der andere Punkt? Die Markierung kann hier auch weg. Markierung kann weg. So. Gut, und dann wollen wir hier oben nochmal schauen, ob wir da noch irgendwas werden, was da oben noch fährt. So, jetzt haben wir hier noch eine Funkmeldung. Wir haben bestimmt einen Lichtblitz gesehen. Bin ich stark von überzeugt. Wir haben hier keinen Funker. Knut kann das bestimmt nicht. Doch, Knut kann das tatsächlich. Geh mal darüber, bitte. So, wo bist du, Kamerad? Bestimmt bei den Torpedos, ne? Ja, da kommt er. Okay. Okay. Mal sehen, wie lange er braucht, um das Ganze da zu entschlüsseln. Stimmt. Noch ein Telegramm. Das ist wieder von der SSA Frank A. Lever. So, die ist chiffriert. Wir müssen gleich sowieso noch funken. Wir gehen hier einmal auf Empfangen. Ne? Mit der Maustaste wieder die Komprimierung hochstellen hier. Jetzt empfängt unser Torpedo-Offizier hier die Funknachrichten. Soweit ist es denn schon gekommen. Funkspruch erhalten. Und ist logischerweise auch verschlüsselt. Wird hier das noch nicht rausfunken. Sondern es könnte jetzt ja auch sein, hier. Die entfernen sich noch. Okay. So, wir fahren da hoch. Wir gehen auf halbe Fahrt. Wir funken jetzt doch. Um das Geld hier oben mitzunehmen. 18.000 Reichsmark knapp. In drei Stück. Funktelegramm gesendet. Jetzt fehlten sogar 12. Das macht nichts. Ich glaube, 12 Reichsmark können wir gerade noch verzichten. So, Knut geht dann hier einmal Karten spielen. Warum geht das jetzt weg? Um ein bisschen die Moral hochzuhalten. Dann wollen wir gleich mal schauen, dass wir hier nochmal rundhorchen, beziehungsweise auf Periskoptiefe horchen, ob wir hier den kleinen, die kleine Gruppe noch finden können und was wir vor allem für eine Gruppe da haben. Die sind meines Erachtens nach auch hier runtergefahren. Aber kann ich mich auch täuschen? Wir müssen hier sowieso ein bisschen ein. Die Mannschaft ist völlig K.O. Sagt hier, die haben alle diesen orangefarbenen Ring um das Kissen. Das heißt, ich kann sie nicht mal auswählen. Ihr hört das, ich klicke da drauf und habe keine Auswahlmöglichkeit. Die sind absolut K.O. Man war auch ein anstrengender Kampf. Und jetzt würde ich ja gerne mal wissen, ob wir irgendwas sehen. Ne, keine Rauchfahnen, kein gar nichts. Wir schippern hier ganz gemütlich mit halber Fahrt durch die Gegend. Dafür, dass hier eben so viel Betrieb war, haben wir jetzt gar nichts mehr. Wenn die natürlich England einlaufen waren, dann fahren wir hier in die falsche Richtung. Schuster ist auch K.O. Kann im Moment nicht so viel machen. Okay, vielleicht sollten wir es einfach sein lassen und uns darüber freuen, was wir letzte Folge hier alles versenkt haben. Genau, hier kam noch die Kriegsschiffpatrouille hoch, ne? So, ich passe die Kurse jetzt an. Wir fahren Richtung Heimat. Wir begeben uns auf den Weg nach La Rochelle. Das ist hier runter. So, das Ganze auf halber Fahrt, genau. Und lassen das Ganze hier ein bisschen laufen. Jetzt wird es dunkel. Wir gehen auf Rotlicht. Schauen wir einmal raus, wie das aussieht. Ja, herrliche Dämmerung. Herrlich. Da hinten Sonnenuntergang. Weiß zwar nicht, wo die Reflexion herkommt. Die Sonne ist meines Erachtens nach schon untergegangen, aber ist halt so. Okay. Das ist schon grafisch ansprechend. Kann man nicht anders sagen. So, wir schalten einmal auf 15.000-fache Komprimierung. Jawohl. Sieht das Ganze so aus. Melde mich zum Dienst. Jawohl. Weiter So, geht's. da haben wir Jawohl. Weiter geht's. 206 Melde mich Grad, zum Dienst. eine Funkpeilung. Zeit für eine Auszeit. Eines unserer U-Boote hat soeben ein mögliches Ziel innerhalb unserer Reichweite gemeldet. BF132, Kurs 71 Grad, 8 Knoten. Da ist schon wieder ein Konvoi. BF132. BF1
3, 2, hier oben. Okay. Hörsender ist hier anders. Ne, ich werde da jetzt nicht zurückfahren. Nein, wir fahren nach Hause. Wir wollen das Boot neu ausstatten. Wir wollen unsere Sichtkontakt. Bestätige. Wir haben einen Sichtkontakt entdeckt. Da vorne. Was ist das? Ein Konvoi, der genau auf uns zukommt. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 0 Grad. Alarm. Okay, da ist nochmal eine Kriegspatrouille. Wir gehen hier sofort auf Periskoptiefe, mit denen will ich mich jetzt nicht nur anlegen. Alarm ist ausgerufen. Gehen mit der Fahrt runter auf langsame Fahrt. Heuchraum besetzen. Ist im Heuchraum, okay. Jawohl. So, kommt näher, kommt aber so näher. Die fahren so einen Kurs. Das werden nur Kriegsschiffe sein. Die fahren so eng zusammen. Wir werden einfach dahinter lang schleichen. Fahrt es runter auf langsame Fahrt. Genau, wir schauen hier nochmal raus. Ausrichten. Da sind die Rauchfahren. Genau, die fahren von links nach rechts. Also von Backbord nach Steuerbord durch unser Bild. Und dürften uns hier nicht entdecken. Schauen mal Entfernung. 7 Kilometer, okay. Haben ein bisschen nördlicheren Kurs. Jawohl, das ist definitiv eine Patrouille, die uns hier auch gesucht hat. Vielleicht sind die auch geskriptet, das weiß ich nicht genau. Aber wir wollen hier definitiv an denen einfach nur vorbeifahren und uns jetzt nicht mit einer ganzen Patrouille anlegen. Gehen schneller laufen. Entfernung 5 bis 10, 5 bis 10. Okay, wir warten das noch einen Augenblick ab. Jetzt sind die außer Sicht gefahren und ist aus den grün-schwarzen Kegeln hier unten der hellblaue geworden. Jetzt ist es eine Horchpeilung, weil wir sie nicht mehr in Sicht haben. Wir schauen uns das einmal an. Wir werden sie hier wahrscheinlich noch sehen können. Wir schauen hier einmal runter, 90 Grad ungefähr. Weiter raus. Huch, andersrum. Und tatsächlich nicht mehr zu sehen, keine Rauchfahnen. Kein Zeichen mehr. Wir tauchen hier dann auf. Ja, wir fahren einen Augenblick unter Wasser weiter. Alarm beenden. Alarm ist beendet. Und auch schon lange wieder normale Beleuchtung anmachen. Na gut, wir sind da eben einen Tag durchgefahren. Ne? Wir haben gestern 30. Juli, 15.30 Uhr. Die Folge angefangen. Wir haben jetzt den 31. Juli 12 Uhr, also einen guten Tag später. Wir tauchen jetzt auf. Auf Dieselmotoren wechseln. Brückenwache besetzen. Drei Mann. So, Hoffmann bekommt den Offizier mal weg. Du ebenfalls. Dass die Mannschaft sich mal ein bisschen ausruhen kann. Moral liegt sehr hoch, sehr gut. Müdigkeit minus 12, genau das ist. Mit Landurlaub zu beheben. Mal schauen, ob wir noch eine kleine Mission bekommen. Dann würde ich noch eine fahren. Ich bin sehr müde. Und ansonsten die Mannschaft entsprechend mal auf Landurlaub schicken. Das hängt auch ein bisschen von der Forschung jetzt ab, was als nächstes kommt. Wie viele Ansichtspunkte haben wir hier eigentlich? Das können wir nochmal funken. Einen haben wir. Okay, wir haben auch erst 1% für den nächsten. So, aber ich glaube, wir sind hier gut nach Hause gekommen. So, da sind wir kurz vor der Hafeneinfahrt von La Rochelle angekommen. So, zwei Schiffe in Sicht, Fischerboot 340 Grad und Fischerboot 87 Grad, das sind die Jungs hier, die hatte ich glaube ich schon mal gezeigt. Die sind auch mit der Beta jetzt dazugekommen, er schweißt hier sein Boot, hat keine Beflaggung, das Fischerboot wird ein französischer Fischer sein und gut, die Matrosen, ja okay, deutsch, vermutlich ein französisches Fischerboot in deutschem Besitz mittlerweile. Okay, soviel zu dem Fischerboot und wir fahren dann rein nach La Rochelle und nicht so schnell, Kinder. Nicht so schnell. Weil bei der Ausfahrt haben wir uns schon das Hecktorpedorohr zerschrotet. Jetzt wollen wir bei der Einfahrt nicht noch was kaputt fahren. Da ist ein anderes Boot. Was haben wir da? Typ 7B, okay. Keine Peilung weiter zu erkennen. Keine Kennung. Das ist wäre richtig. Aber dasselbe Boot, wie wir es hier haben. Okay. So, jetzt geht die Komprimierung automatisch runter.
Ja, wir sind jetzt nah am Hafen. Wir können jetzt hier keine 1800 mehr anlegen. Und werden da jetzt einfach ganz gemütlich reinfahren. Schauen hier natürlich rein, dass wir den Kurs ordentlich legen. Wenn ich da jetzt so raufklicke, dann läuft der Kurs hier über die Hafenmauer. Okay, wir sind zurück. Da kam die Meldung, dass der Befehl ausgeführt ist. Agenten, genau, das war unsere eigentliche Mission, den Agenten abzusetzen in Irland. Das haben wir erfolgreich abgeschlossen. Da verlässt meine Stimme mich so ein bisschen. Und wir können jetzt hier Feindfahrt ausgeführt klicken. Das machen wir auch. Und laufen hier am 2. August in La Rochelle ein. Es regnet mal nicht. Das Empfangskomitee hier in Frankreich ist nicht so üppig wie das in Wilhelmshaven. Aber wir sind gesund und vor allem an einem Stück zurückgekommen und erfolgreich. So, Konrad Otto bekommt hier seine Kriegsabzeichen. Und Hoffmann bekommt das Deutsche Kreuz in Gold. Und hat hier Dinsdale und Isles Corvette. Ja, hier Isles, das ist der, den wir letzte Folge da so ganz knapp abgeschossen haben mit dem Magnetzünder. So, Calloy hat hier 219 Punkte schon für das Eiserne Kreuz, für das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, Verzeihung. Und hier unten die Gesamtversenkungszusammenfassung. Genau, wir haben jetzt eine von fünf Missionen für Operation auf dem Atlantik abgeschlossen. Und haben dafür 6000 Reichsmark und einen Ansehenspunkt erhalten. Die reibungslose Durchführung dieser Operation öffnet die Tür für weitere anspruchsvolle und schwierige Missionen in der Zukunft. Gut gemacht, Kommandant. Okay, wie gesagt, Zusammenfassung. Das war der Tanker, der uns hier so ein bisschen abgelenkt hat. Kam von Liverpool nach Gibraltar, alles klar. 12.000 Bruttoregistertonnen. Blackwater. Wieder der Öltanker, der amerikanische. Dann haben wir hier die Laurel Hill. Noch ein Tanker, das sind die Schiffe bereits aus dem Konvoi. Dann haben wir hier den US-amerikanischen, oh, das war der Liberty, glaube ich, 77, das war der C3. Ich könnte mich jetzt auch jedes Mal täuschen. Die Empire Drum, die wir gerade noch versenkt haben. Und das war's. Waren 61.000, knapp 700 Bruttoregistertonnen. Sehr erfolgreich. Dafür bekommen wir nochmal einen halben Ansehenspunkt dazu. Und natürlich nicht zu vergessen, die Korvette hier. Ach, Korvette, das kleinste Schiff, das kleinste Kriegsschiff, das uns attackieren kann, gefährlich werden kann. Aber den haben wir mutig bekämpft, würde ich sagen. Gut, das war die Feindfahrt. So, Spezialisierungspunkt Besatzung hier oben. Die Meldung haben wir erhalten. Das ist jetzt neu. Das ist das erste Mal seit der Beta, dass das vorkommt. Und das seit der Einführung. Das machen wir selbstverständlich zusammen. Wir gehen die Sachen im Hafen einmal kurz durch. Wir machen hier einmal die Beförderung als erstes. Dann haben wir das erledigt. Mannschaft. Das war einmal Kurt Hoffmann. Unser WO, der erste WO. Der bekommt jetzt hier normalerweise von mir den Artilleristen. Würde ihm aber hier tatsächlich den Navigator geben. Da ich davon... Genau, wir haben einerseits die Fähigkeit mit... ja genau, bei Überprüfung durch Prisenordnung hier entsprechend die Zielhäfen in Frage zu stellen. Deswegen nehmen wir das mit. So, Artillerist, ich denke, wir arbeiten weniger tatsächlich mit dem Bordgeschütz als vorher. So, wer war der andere? Konrad Otto. Konrad Otto, der zweite LI bei uns an Bord. Und der wird von mir hier bekommen, das nicht. Genau. Erwartende Schäden, Handwerker. Das bekommt er, genau. Den Motorenspezialisten haben wir schon. Haben wir den schon? Ich muss das einmal überprüfen. Horst Weber. Genau, der hat den Motorenspezialist bekommen. Dann bekommt Konrad Otto hier von uns den Handwerker, für den Fall, dass wir getroffen werden, und dann repariert er das alles schneller. Das waren die Beförderungen für die Offiziere. Dann gehen wir zu unserem Rekrutierungsoffizier. Das könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Geben hier als erstes die Überlebenden ab, das sind 6 Stück, genau. Es gibt jedes Mal 15%. So, die ganzen Briten und Amerikaner hier übergeben. Und das bedeutet, wir haben jetzt insgesamt 3 Ansehenspunkte. Forschung hier unten ist abgeschlossen.
Genau, das Hydrophon, das bauen wir ein, bevor wir das nachher beim Auslaufen vergessen. Mein Boot aufrüsten, hier ist es. Der Heuchraum, Hydrophon, Stufe 2. Das wundervolle Geräusch. So, da haben wir noch drei, genau. Würde jetzt tatsächlich... Herr Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Besatzungsmitglieder. Wir haben noch einen Offizierplatz frei. Den werden wir jetzt verteilen. Ah, wo ist er denn? Genau. Eigentlich wäre es Albert Vogel, damit die Offiziersmannschaft von dem alten Boot wieder zusammen ist. Aber aufgrund einer persönlichen Entscheidung und einer persönlichen Vorliebe werden wir hier unseren Rührei anbrennen lassenden Aldrich Falk befördern zum Funkoffizier. Wenn wir keine passende Munition, sage ich schon, Mission bekommen, die uns jetzt einen Funker liefern würde. Ne, wisst ihr was? Wir machen das einfach. Ich mache es jetzt einfach, weil ich es möchte. So, Aldrich Falk wird hier unser neuer Funker bestätigen und wird hier, ist das jetzt Funkmart? Ne, Funkobermart, genau. Funkoffiziere sind vor allem damit beschäftigt, das Funkgerät zu bedienen. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. So, damit haben wir hier sieben Offiziere an Bord und fehlt uns jetzt ein Matrose. Wir haben noch einen tatsächlich an Land, den Stefan Schlag hier oben, den nehmen wir dann auch mit. Es könnte tatsächlich sein, wir haben wie gesagt einen Matrosen ja verloren an die drei Korvetten, die wir versucht haben frontal zu attackieren vor zwei, drei Folgen. Das war, ja, kämpfen wir heute noch mit, aber ich glaube nach dieser Feindfahrt ist die Motivation der Mannschaft entsprechend wieder gehoben. So, das müssen wir gleich noch auswählen. Auf Wiedersehen. So, wir haben jetzt noch zwei Ansehenspunkte. Wir gehen einmal zum Hauptquartier. Ja, Hydrophonforschung ist hier abgeschlossen, haben wir schon eingebaut. Das nächste wird dann werden der Täuschkörper. Täuschkörper kostet hier einen in 12 Tagen. Das werde ich definitiv als nächstes erforschen. Das wird uns das Leben entsprechend erleichtern. Abgeschlossen in 8 Tagen. Es läuft. Und genau, wir haben hier einen Tag bis das Hydrophon eingebaut ist. Wir schauen uns mal die Mission für die nächste Folge oder vielleicht noch für diese Folge an, je nachdem, was da jetzt drin ist. Routinenwechsel könnten wir hier beantragen. Ja, wir haben jetzt hier, wir können nach Wilhelmshaven und nach Kiel zurückverlegen oder wir können ins Mittelmeer nach Letzbizia verlegen. Da bekommen wir ein Emblem. Emblem Esel werden natürlich unsere Kater nicht abgeben. Ja, hier sind die Stadtschlüssel von Bremen wieder als Emblem mit dran. Aber ich werde hier. Alles gut, Herr Kommandant, und möge ja, genau. Wir werden hier unseren Kater nicht abgeben. Das wird unser Emblem für dieses Boot sein und auch bleiben. Gut. So. Super. Falk ist direkt zu Bett gefallen. Guter Mann. Hervorragend. Hoffentlich bereuen wir diese Entscheidung nicht. So, der Bolt ist fertig in 8 Tagen. Wir müssen das Boot noch aufmunitionieren, Proviant versehen. Wir haben hier noch die Funknachricht. Genau, es ist von U-Boot torpediert worden. Das ist noch eine alte Nachricht. Von den Konvoigefechten da oben. Ein Tag. 2. August 41. Wir schauen mal, was wir für Missionen haben. Okay, wir haben hier einmal eine neue Kampagne, Anschluss an Schlacht in der Arktis, das heißt hier im europäischen Nordmeer. Genau, klar, wir sind mit der Sowjetunion im Krieg seit gutem 1,5 Monaten. Wir haben August, ja genau. Und wir haben hier dann Patrouille ganz einfach. Wir haben hier nochmal Wetterstation. Das ist wieder die Bäreninsel, ne? Zu den angegebenen Koordinaten. Das ist die Bäreninsel. Schlecht zu sehen. Und Minen legen an der afrikanischen Westküste. Okay, davon wurde mir abgeraten. Das werden wir auch nicht machen. Von daher fahren wir hier, glaube ich, eine ganz normale Patrouille. Und wieder in dem Bereich hier. Erwartete Anzahl von Schiffen sehr groß. 8000 Reichsmark. 10.000 Tonnen versenken. Okay, und in diesem Bereich wurde in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität feindlicher Flugzeuge festgestellt. Wir
könnten natürlich landgestützt sein von hier, von dem RAF, also von dem Royal Air Force Stützpunkt in St. Ivel, glaube ich. Oder wir haben hier eine Trägergruppe unterwegs. Wollen wir Träger suchen? Ich bin dafür, dass wir Träger suchen fahren. Also die Wetterstation hier ganz oben, ne, wir sind wie gesagt an der französischen Westküste stationiert, hier ganz hoch fahren. Das ist, glaube ich, richtig weit weg. Und ich würde von daher hier einfach nochmal auf Patrouille fahren, um zu schauen, was unsere Mannschaft mittlerweile kann. Wenn wir rausfahren, werden wir auch den Täuschkörper fertig haben. Da gehe ich stark von aus, dass wir so lange definitiv das Boot aufrüsten und besorgen müssen. Das machen wir genau. Wir wählen das hier aus. Und ich werde das Boot jetzt neu ausrüsten, neu bestücken, aufmunitionieren. Die Mannschaft. Mal schauen, wie lange das insgesamt dauert. Vielleicht schicken wir tatsächlich die Mannschaft nochmal auf See. Könnten ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Geklickt, Verzeihung. Ihr Verbindungsoffizier, um die Befehle vom BDU weiter. Ich stimme Ihnen. Schauen hier mal. 14 Tage in La Rochelle. Es würde sich dann mit den 8 Tagen decken. Dann hätten wir Mitte August. Ja. Ich werde die Mannschaft auch auf Landurlaub schicken. Alles gut, Herr Kommandant. Genau, 14 Tage weiter, dann haben wir den 16. August. Das gefällt mir. Genau, dann packen wir das alles zusammen. Wir haben die Täuschkörper dabei. Das Boot ist komplett aufmunitioniert. Die Mannschaft ist ausgeruht. Wir haben 7 Offiziere an Bord mittlerweile. Und wir bewegen uns, glaube ich, auf einem guten Weg dahin, den Alliierten da draußen in BF1 richtig zuzusetzen gleich. Also gleich, für euch gleich. Und von daher, ja, ich sag, eine Aufräumfolge, eine Hafenfolge, Forschung. Wir haben alles gemacht, wir haben relativ viel gemacht. Wir haben Rettungsboote versorgt, das Boot hat sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt 43 Minuten gut rum. War nicht ganz so weit, ich war am Anfang ein bisschen rausschneiden. Und von daher würde ich an der Stelle jetzt hier die Folge beenden. Wir haben das Wichtigste vergessen. Wir haben das Allerwichtigste vergessen. Und zwar... Und dann, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie... haben wir hier oben Spezialisierung der Mannschaft. Ihr seht das, wir haben hier einen verfügbaren Punkt. Das funktioniert genauso wie bei den Offizieren. Ich kann jetzt hier einen Punkt da reingeben. Jeder Matrose mit dieser Spezialisierung beschleunigt den Tauchgang. Jeder Matrose mit dieser Spezialisierung reduziert den von der Mannschaft verursachten Lärm, Schleichfahrt und Disziplin. Jeder Matrose mit dieser Spezialisierung verlangsamt den Disziplinverlust, die Ermüdungsrate und den Stressaufbau um jeweils 5%. Ich bin im Moment dabei, wirklich hier auf den Tauchgang zu gehen, weil die Bedrohung durch Flugzeuge wird mit der Zeit immer höher werden. Das heißt, je schneller wir abtauchen, desto höher ist unsere Überlebenschance. Und von daher würde ich hier den Punkt reinsetzen. Muss ich jetzt einen der Matrosen auswählen, der diese Fähigkeit bekommt. Das sind alle Jungs, die wir an Bord haben hier. Und die bekommt jetzt einfach hier, ja, Klaus Vogel. Als Ausgleich dafür, dass er kein Offizier geworden ist. Wahrscheinlich ein schwacher Trost, aber er bekommt es. Wichtig, wenn Klaus Vogel jetzt fällt, verlieren wir diesen Punkt wieder. Weil er hat jetzt von uns die Fähigkeit, diesen Fähigkeitenpunkt bekommen. Und wenn er fällt, verlieren wir diesen Punkt. Ich habe eine Sache mal nachgelesen, die ich sehr interessant fand, die ich jetzt hier ausprobieren möchte. Und zwar haben wir hier oben... Wir haben einerseits hier die Offizierdienstpläne. Wir haben hier die Matrosendienstpläne. Es gibt hier noch die Möglichkeit, Punkte zu vergeben für Tiefenruder. Sodass immer ein Matrose am Tiefenruder und an den Ventilen sitzt. Wenn wir Alarmtauchen befehlen, muss immer erst ein Offizier zum Tiefenruder rennen, beziehungsweise zu den Anblasventilen, Quatsch, um die Tanks fluten zu lassen, setzen wir da einen Matrosen ran, kann der das sofort machen. Wir sparen dadurch wertvolle Sekunden und ich möchte das gerne ausprobieren, ob das funktioniert. Die Priorität hier ist natürlich relativ gering, so ähnlich wie bei dem Funkgerät. Deswegen werde ich das hier alles auf 4 setzen, damit die uns da nicht die anderen Sachen rausschießen. Also das wird hier nach Prioritäten behandelt. Wichtigste ist Frühschicht, Maschinen sind besetzt, Brückenwache ist besetzt. Periskope sind besetzt, da so in der Reihenfolge geht das herunter. Ne? So, Dienstzeiten, das andere lassen wir alles so.
Entscheidend ist das hier gewesen. Das ist wie gesagt neu. Wir haben hier unseren ersten Punkt verteilt und haben hier jetzt 5 Punkte bis zu 500. Na, Donnerwetter, das wird ja bestimmt ewig dauern. Und schauen wir hier einmal. Genau, nun sitzt hier einer am Tiefenruder. Der sitzt jetzt immer hier. Der sitzt nicht am Tiefenruder. Wo sitzt der denn da? Das ist Luke. Darf ich hier bitte mal einen haben? Der Kapitän? Wie war denn das noch? Warum habe ich jetzt keine Anzeige? Okay, dann machen wir das manuell. War ein bisschen gewundert, dass ich da keine Anzeige hatte. Ihre Befehle. So, Station verlassen. Wo sitzt du hier? Okay, was er da genau macht, das könnt ihr mir sicherlich in die Kommentare schreiben. Da bin ich tatsächlich überfragt, weil das hier sind die Tiefenruderstationen. Die Beschriftung hier ist die gleiche. Aber dafür kenne ich mich nicht genug damit aus. Aber das wisst ihr mit Sicherheit, was der Matrose Peters hier macht. Gut, da würde ich mich freuen, wenn ihr mir da eine Antwort geben könntet. Und wenn euch die Folge, wie gesagt, ohne viel Kampf, ohne viel Spannung trotzdem gefallen hat, würde ich mich über Likes und Kommentare sehr freuen. Und wenn ihr dann in der nächsten Folge sehen wollt, wie wir wieder auf Patrouille sind, wie wir Konvois jagen werden in der keltischen See, da wo wir zu Hause sind, wo wir uns am liebsten aufhalten, dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, wie gesagt, über Likes und Kommentare würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein kostenfreies Abo da. Das würde uns sehr freuen, würde uns den Kanal weiterbringen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, auf Feindfahrt mit U564. Bis dahin, alles Gute.